Du hast es in unserem Vorgespräch ja schon erzählt, dass du einmal beruflich viel eingespannt bist. Du bist Logistik und viel Schicht. Und auf der anderen Seite machst du extrem viel Sport jetzt. Und wie kriegst du das alles unter einem Hut? Das geht, also meine späteste Schicht bin ich um 17 Uhr aus der Firma draußen. Also ist danach noch Zeit. Ich muss es immer ein bisschen anpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch ein Training um 20 Uhr 40 Kilometer weit weg habe und dann um 4 Uhr nächsten Morgen aufstehen muss, dann ist es schwer. Aber im Großen und Ganzen kriegt man es doch unter einen Hut. Man muss halt wollen. Ja, Also es definitiv. ist schon eine Überwindung manchmal, aber es lohnt sich doch jedes Mal. Und warst du schon immer so sportlich aktiv oder wie kam es dazu? Nee, überhaupt nicht. Ich habe früher, es war mein Hassfach in der Schule. Also ich hab mich immer gefreut, wenn Sport ausgefallen ist früher. Habe auch ein bisschen Übergewicht gehabt früher. Das lag aber auch an meiner Allergie damals. Viel Medikamente genommen, Cortison und sowas. Also das hat mir dann auch nicht so ganz bekommen. Da schwemmt man dann doch ein bisschen auf. Und der hat immer so ein bisschen pummelig gewesen, unsportlich, lieber vorm PC gesessen. Aber dann wirklich vom einen auf den anderen Tag hat sich das alles einmal gedreht. Das Cortison war jetzt aber unabhängig vom Hausfall, vermute ich mal, Ja, oder? Okay, alles genau. klar. Nee, das war wegen einem allergischen Asthma von der Pollenallergie. Okay, aber jetzt ist alles cool. Alles super, alles gut, man kommt klar. Sehr gut, das freut mich. So wie ich raushöre, du arrangierst dich damit und hast jetzt Ja. eine Lösung gefunden, dass du halt auch einmal, wenn du den Sport in dein Leben lässt, dass du dadurch nicht nur einen Ausgleich bekommst von der Schichtarbeit, die du angesprochen hast, sondern auch eben, ja, physisch und mental, dass man sich da halt einfach besser fühlt, ne? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, mittlerweile, ich könnte mir ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. Also es ist Cool. eigentlich wirklich mittlerweile ist fast alles für mich, sage ich mal. Sich jedes Mal wieder selbst neu herauszufordern, jedes Mal wieder alles zu geben, was Neues zu lernen. Gerade auch beim Fußball, dieser Teamsport, wirklich gemeinsam was zu erreichen, das ist, ich möchte es nicht mehr vermissen. Ja, spielst schon lange Fußball? Ja, ich habe zwischendrin mal aufgehört. Also ich habe 6, 7 Jahre gar nicht mehr gespielt. In der Jugend. Aber dann bin ich mit 20 wieder eingestiegen. Ist natürlich dann schwer, nochmal neu anfangen zu starten, aber mit dem nötigen Willen geht das alles. Ja, bei mir war es mehr oder weniger umgekehrt. Ich habe als Jugendlicher mal angefangen, dann Pause gemacht und dann wieder eingestiegen, aber ich weiß nicht, wann ich aufgehört habe. Ich glaube, das war in der B- oder A-Jugend. Wie alt ist man da? In der B-Jugend bist du so 15, 16. Ich glaube, da habe ich Ja, aufgehört. das war auch mein Ende gewesen damals. Ja, ich habe nur sogar eine Story zu meinem Ende, was Ja. Fußball angeht. Und zwar, ich bin kein Fußballfan und ich war nie interessiert an Fußball. Ich habe es nur gemacht, um fit zu bleiben. Und klar hat man sich dann auch Freunde gemacht, ne? Und ich war dann auch zu dem Zeitpunkt schon in meiner ersten Ausbildung. Ja, jetzt, wo du sagst, ich war mit 15, 16, habe ich meine Ausbildung angefangen und dort in der Zeit, ungefähr zur Mitte hin, habe ich dann auch mit Fußball aufgehört. Nicht, weil ich dann auf einmal sage, ich habe jetzt genug an fit sein zu tun, sondern das war nicht der Fall, sondern da hat sich viel verändert. Und zwar, ich habe mich da nicht mehr so gesehen, weil ich immer. Wir sind halt von Spiel zu Spiel gefahren, aber so die ganze Art hat sich einfach geändert, dass man dann eben, keine Ahnung, nach jedem Training eine Kiste Bier in die Kabine reingeschlitten bekommen hat. Da wurde Musik angemacht, mit der ich nicht connecten konnte. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, ich bin raus, ne? Ich bin weg, weil wenn ich jetzt dieses Fitness gemacht habe und mir dann zwei Bier trinke, dann irgendwie, das hat nicht zusammengepasst, weißt du? Und dann habe ich einfach aufgehört. Da muss man sagen, gerade ich sag mal, diese Feieratmosphäre, die ist mit dem Kreisliga-Fußball natürlich fest verankert. Also das ist ja schon ein Stück weit Kulturgut. Das gehört einfach irgendwo doch dazu. Ja, manche mögen es, manche nicht. Ich sag's mal so: Die meisten Fußballer in diesen unteren Ligen spielen auch mittlerweile hauptsächlich durch Spaß oder durch diese soziale Komponente einfach. Da ist es nicht unbedingt immer der sportliche Erfolg oder der Gedanke, sich fit zu halten. Ja, und einmal ist so dieser soziale Gedanke, den du gerade ansprichst, in einem Fußballteam. Aber ich kann mir vorstellen, bei so einem Kampfsport, wo du wirklich Vollkontakt auch mal hast, ne? Das ist anders, ne? Ist das enger? Also ich bin jetzt im Prinzip erst 1, 2 Wochen dabei. Ah, okay, Also also ist relativ noch frisch wirklich noch. sehr, sehr frisch, ja. Ja. Aber was ich jetzt für einen Eindruck wirklich machen konnte, du bist zwar auf dich allein gestellt, also ich sag mal,
Wenn du Fehler machst, die werden direkt bestraft. Da kann keiner mehr den Fehler ausbügeln. Da hast du dann in physischer Form das Problem. Aber im Großen und Ganzen hast du trotzdem dieses Team um dich herum, weil du brauchst natürlich gute Leute, um besser zu werden, weil allein wirst du da nicht besser. Deswegen, du hast trotzdem diesen Teamgedanken eigentlich mit drin. Also es ist jetzt nicht so, dass du purer Einzelkämpfer bist. Nur, wie gesagt, dir kann keiner deine Fehler irgendwie ausbügeln, sondern du musst wirklich für dich selbst gucken, dass du keine Fehler machst. Ich merke da Parallelen, weil als ich nämlich dann mit dem Fußball aufgehört habe, bin ich dann ins Fitnessstudio gegangen und da gab es dann für ein halbes Jahr gab es dann so ein, neben dem Fitness, gab es dann einen MMA-Sparringskurs und den Ja. habe ich einfach mal mitgemacht. Und ich bin auch irgendwie, also ich habe keinen Bezug zu Kampfsport. Ich gucke das selber nicht, ne? Und dann habe ich gesagt, ich mache das einfach mal mit, weil die Leute, die da hingegangen sind, die waren ziemlich fit. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass du da halt extrem viel Ausdauer brauchst. Und bevor wir uns auf einer Matte hingelegt haben, weil wir haben uns so erst dann danach hingekniet und dann halt verschiedene Griffe geübt und so, wie man sich richtig abrollt. Aber bevor man das gemacht hat, hat man erstmal komplett Ausdauer trainiert. Und ich weiß noch, wie hart es war, als ich dann diese Handschuhe anhatte, einfach nur die Deckung halten, weil nämlich die Arme mit der Zeit müde werden. Das heißt, wenn die müde werden und nach unten sacken, kriegst du direkt eine verpasst. Das heißt, bevor ich überhaupt danach gedacht habe, eine linke oder eine rechte Jab-Jab-Hook zu machen, muss ich mich erstmal überhaupt konzentrieren, die Arme hochzuhalten. Das war schon heftig. Also das war krass. Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Mir ging es wirklich genauso beim ersten Probetraining. Es war genau dasselbe. Wir haben uns warm gemacht. Oben lief die ganze Zeit so ein Counter. Also 90 Minuten Training, 90 Runden, jeweils eine Minute. Und dann habe ich erst mal drauf geguckt, weil ich dachte, hier geht nichts mehr. Waren wir bei 4 Minuten 30. Also ich spiele seit Jahren Fußball, aber nach 4 Minuten 30 habe ich auch da gedacht, wo bin ich gelandet? Ich habe danach auch wirklich 4 Tage Muskelkater gehabt. Ich habe 4 Tage, bin ich da rumgefallen. Aber ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Also es ist sofort in meinem Herzen stecken geblieben. Cool. Ist auch eine ganz andere Belastung, ne? Was Auf so jeden Fall. Fußball mit so eher Knöcheln, Knie angeht, als jetzt auch dann bei MMA oder Kampfsport. Was genau machst du nochmal für einen Kampfsport? Thai-Boxen und Boxen. Thai-Boxen, Boxen, ja, das ist dann auch ganzer Oberkörper, eine Stellung, dann brauchst du halt den Rumpf und alles und das muss dann ja Genau. alles mit eingehen. Aber cool, dass du da den Mittelweg für dich gefunden hast, dass du das alles dann vereinbaren kannst und auch, wie gesagt, dann so einen Ausgleich dadurch mitbekommst. Und